Hallo Leute, heute habe ich mal was von der Firma Zebra Blocks, die Piratenbucht mit der Setnummer 698998. Das wurde angepriesen als Piratenschiff und so hatte ich das gesehen gehabt in China und bekommen habe ich Data. Kann man jetzt nicht so sagen. Die Bauanleitung hat 250 Seiten und Bauabschnitte zum Umbauen und so weiter. Hier ist über 500, 600 Teile, 600 Bauabschnitte. Warten wir mal, gucken wir mal. 527 habe ich hier. Ja, 527 Bauabschnitte und dann wird gezeigt, dass man da raus noch was anderes machen kann aus dieser Piratenbay. Da kann man sich nämlich erst das Schiff zusammenstecken. Ja, Schiff bestellt, was anderes bekommen oder so. Da ist irgendwie sind die auch ganz schlau, um die Leute anzulocken mit irgendwas. Wir haben 15 Bauabschnitte. Also wir haben 15 Tüten. Also hier 15. Man kann jetzt, man sieht es ja auch hier aus der Piratenbucht, kann man sich ein Schiff machen. Ja, Schiff bestellt. Piratenbucht bekommen, ja. Ja, kann ich jetzt so sagen, ja. Gut, nun hatte ich es da gehabt, nun habe ich es auch gebaut. So, hier ist Anleitung ist im Brockhaus. Und hier sind auch die Teile, die ich jetzt über habe, wenn ich jetzt das als Piratenschiff hätte machen wollen. Habe ich hier noch die ganzen Teile, die dazugehören, also auch die Segel und die ganzen Schnüre, die dazugehören. Die packen wir uns erstmal wieder an der Seite, damit wir die nicht verloren kriegen. So, dann haben wir das auch mal besprochen. So, es waren Figuren dabei. Die schauen wir uns jetzt an. Ganz gemütlich. Ich hole mir alles mal hier vorne erstmal her. Weil ich habe zwar schon einen großen Tisch, aber das Ding ist ja gewaltig. So, habe ich jetzt alles? Ja, gut. Wir haben einmal ein kleines Bötchen dabei. Unspektakulär 0815 Boot. Damit bei war auch ein Hai. Ja, man kennt ihn ja. Dann haben wir hier Pirat mit Holzbein. Ja, man sieht ihn hier, da ist ein Holzbein. Da habe ich hier keine andere Platte, wo ich hier drauf machen könnte und euch zeigen. Jetzt auf dem Sturz. Gerade nicht bei Hand. Ja, gut vorbereitet. Wir haben hier noch einen mit einer Schatzkarte. Die Drucke sind auch schön. Hier haben wir noch einen Bart. Hier mit seinem Zebrastreifenhemd. Hier haben wir auch noch so ein Mädchen, so ein Mary Gunn. Mit zwei Vorderladerpistolen. Hier haben wir noch hier den Schatzsucher mit Fernglas, ein Spekuliereisen. Dann haben wir hier noch hier auch nochmal ein Mädchen mit Vorderladerpistole und Messer auch bedruckt. Auch von hinten. Also sind nur die Oberkörper bedruckt. Erst nochmal hier so ein Pirat mit hinten auch nochmal. Gesicht auch nochmal, Bart drinnen hier. Der hat hier auch einen schönen Druck drauf, der ist hinten so also ein Schiff drauf.
Von vorne auch noch mal zum Zopf dran. So, dann legen wir uns mal die Figuren an die Seite, damit uns die nicht hier bei dem ganzen Teil hier rumflattern. So, wir gucken uns erstmal das eine Teil an, das ist nämlich ein Blätter. So, dann will ich mal gucken, dass es mir hier nachts auseinanderfällt. So, wir haben hier Platten, die sind in hellblau. Wir haben hier auch einen Flusskrebs, den ihr jetzt hier seht. Und dann haben wir hier Kanonen, die können wirklich schießen, ne? Da ist so eine Feder drin, da kann man zurückziehen. Da haben wir ein paar von bei. Wir haben hier einen Haufen Kisten mit Fischen, Schwertern und ach, allen möglichen Zeug. Dann haben wir hier noch hier so einen kleinen Steg an der Seite hier. Und wir haben also auch nochmal hier ein Schildchen. Dann haben wir hier noch ein paar Palmen. Und das ist auch schön hier, diese Skulptur hier, die da ist. Hier sind noch Flaschen drinne und gucken, ob wir das besser hinkriegen. So. Und innen ist es auch eingerichtet. Ich werde mal versuchen, das hier vorsichtig anzukippen. Wenn man irgendwas wieder wegpurzelt. Ja, da ist schon der Baum abgefallen. Eine Inneneinrichtung ist auch vorhanden, ne? Mit Bett und allen möglichen. Mit Tür und so weiter. So wie sich das gehört. Hier oben ist noch ein Skelett drin, der ist schon ein bisschen länger da, der ist schon abgenagt. Das Problem ist hier mit die Palme hier, man kennt es ja auch von den China-Sets, ne? Das ist manchmal die Klangkraft ist, das ist manchmal zu wünschen, überall die Palme ist über von 1. Von dem Ding. Was noch schön ist, ist dieser. Kann ich den abnehmen? Ah, das ist nicht mehr dran. Wir haben hier noch einen Papagei. Den ich auch noch nicht vorenthalten hier. In gelb-blau. Dann hier die ganzen Blumen. Schießscharten sind auch vorhanden hier. Das sind diese roten, die man hier auch machen kann. Ist auch nett gemacht. Kann man auch nicht meckern. Gut, der Mast ist hier oben, könnte ich jetzt nicht sagen, der ist tja, riesig. Ich messe mal ab und kann euch mal das Maß sagen bis zum Mast. Wir haben da 61 cm. Die Platte hier hat 30 mal, ich will nicht lügen, mal 31 die Grundfläche. Das Boot hier selber ist so um die 22 cm hoch, ohne Mast. Takelage ist ja auch mit drin. Ja, und man hat ja hier auch die Segel, alles. Das war jetzt die eine Hälfte. So, jetzt kommen wir mal, ich schiebe das mal so ein bisschen an die Seite, mal das Boot mal an die Seite. Nicht. Bis auf die Erde, kann sich runterfallen. So, jetzt haben wir das Vorderteil. Das ist alles nicht so einfach, wenn die Matte da liegt. Dann lässt sich das schlecht schieben. So, das ist das Vorderteil. Da haben wir zwei Teile. Einmal den Bug hier vorne. Hier. Das andere, was ich euch gezeigt habe, das müsste. Ja, weiß gar nicht. Das Heck ist ja hier. Hier ist das Heck, dann ist das Bug, dann das andere war das Zwischenteil. Wir haben hier eine Gladionsfigur hier vorne. Hier. Das sind so Gummistangen, die man hier so festgemacht hat. Und Anker ist auch vorhanden hier. Ja, hier ist an der Seite. Mast ist auch fest. Auf der Abbildung war abgebildet ein Schwein.
als Tier ein Schwein, aber was haben sie uns geschickt? Eine Kuh, ist ja fast das Gleiche. Naja, okay. Die Lampen hier und Steg, alles wunderbar. Hier sind diese Zusatzteile, ne? Die man in jedem Spiel mit bei, also bei jedem Zettel bei hat, hier so ein Brot, Bananen und sowas. Das muss man ja nicht groß zeigen und auch erklären. Das hier ist auch der Netz, da ist auch wieder der Papagei mit bei, also haben sie nicht mit gespart. Hier ist die andere Kanone, ne? Die kann man ja auch wieder schussfähig abziehen. Eingerichtet ist es innen drin auch. Mal gucken, ob ich es einfangen kann mit dem Gedrehe, was ich hier mache. Und drehe ich noch mal so ein bisschen. Hier unten haben wir ja auch noch Zeugs rumstehen, was da drin ist. So. Ich denke mal, wenn ich das ein bisschen anhebe, ohne dass mir was runterfällt, habe ich schon was abgerissen. Ich wusste es. Dass ich da mal was, ein bisschen was anhebe. So, meine Finger mal drunter mache. Dann sehen wir da innen drin die Einrichtungen hier von hier. Unten, Mitte, oben. Na, schön eingerichtet, auch mit Bett, Tassen und so weiter. Also eingerichtet ist es super. Da kann man nicht meckern. Da habe ich jetzt auch wieder was abgerissen. Mit meinen damischen Fingern. Das Gewicht ist hier von dem Teil natürlich enorm. Das wiegt was. Also es ist nicht leicht. Wir könnten auch noch mal gucken, dass wir diese Seite hier vom Bug noch mal einfangen. Wenn ich das mal drehe, dass wir da so ein bisschen reingucken können hier. Da sind auch noch Fässer, Kisten und so weiter drin vom Frachtraum. Man sieht ja auch hier noch mal, dass wir hier auch die für die Takelage noch mal hier für die Segel noch mal was haben, die wir jetzt nicht dran gemacht haben, weil im Bauabschnitt ist es nicht drin. Aber wenn man sich das Schiff zusammensteckt, dann sollte man das dran machen. Gekostet hat es ein Huni. Ich dachte mir, für ein Schiff, ein Hunderter, kann man machen, ne? Kriegt habe ich aber jetzt dieses hier. Also nach Bauanleitung ist es das. Schiff kann man erst daraus machen, wenn man sich die drei Module jetzt da rausnimmt, also das Mittelteil, Heck und Bug und dann zusammenschiebt. Und dann hat man ja nur noch hier eben eine Insel mit, ja, mit drei Bergen nicht, aber einfach eine Insel mit Strandsand. Oder Sandstrand. Ja. Mehr ist es denn nicht. Also Tiere sind genug da. Also wir haben einmal den Hai, dann ist hier noch ein kleiner Frosch. Ein Krebs haben wir in mehreren Farben drin. Ein Papageien sind mit bei. Ja, Schwein habe ich nicht gekriegt, dafür habe ich eine Kuh gekriegt hier, ne? Also ich kann es euch, glaube ich, nochmal zeigen, wenn ich die Anleitung hier habe. Da ist ein rosa Schwein abgebildet. Da, wo mein, mal vorsichtig hin hier, wo mein Finger ist. Da ist ein rosa Schwein und keine Kuh. Also, wenn ich jetzt sage, ich hätte es wenigstens wegen dem Schwein gekauft, ja, könnte man recht haben. Ich dachte immer, das Schwein sieht ja gut aus. Würde auch dazu passen, aber naja. Was am Bild so täuschen kann. Hä? Also ein Schwein sieht anders aus. Ja, gut. Ich denke mal stark, dass es hier auch irgendwie, also sehr stark an so einem Lego-Modell angelehnt ist. So wie es jetzt aussieht. Wenn ich da mal drauf tippen. Naja, was soll ich sagen? Ja? Ändern kann ich es nicht. Jetzt habe ich es hier. Was ich bestellt habe, habe ich nicht gekriegt. Dafür haben sie mir das geschickt hier. Ja, und zurückschicken wollte ich es auch nicht mehr. Also habe ich es aufgebaut.
Wenn die Transportkosten nachher höher gewesen wären, das hätte gekostet. Also, von daher war das mal so ein kleiner Griff ins Klo. Aber im Endeffekt, Teile sind ja brauchbar, kann man sich was anderes draus bauen, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das jetzt irgendwie integrieren könnte. Vielleicht ein Strandcafé draußen machen oder irgendwas. Es gibt ja auch Schiffe, wo man essen kann und trinken und schlafen kann als Hotel. Ja, müsste ich gucken. Müsste ich umbauen. Also so kann ich es wirklich nicht bauen. Und ich hätte es mir auch nicht von Nico gekauft. Weil ich es einfach nicht gebrauchen hätte können für die Stadt. Auch nicht für einen Strand oder so. Ein Schiff, ja, für einen Hafen. Einen Hafen wollte ich mir da hinsetzen, aber ich habe ja ein paar Boote, ein paar Segelschiffe. Da dachte ich mir, ein drittes wäre nicht schlecht, aber gut. Was soll ich machen, ne? Ist so, muss ich mit leben. Ja. Muss ich mir mal was einfallen lassen beim Strand, wie ich das machen kann. Ich meine, ja gut, Strandpromenade und die Steg kann man immer wieder mal gebrauchen. Platten, ja gut. Ist fragwürdig, ne, weil es die hellen sind und das sind keine Formplatten, die 32x32, das sind gestückelte Platten. Auch noch abgewinkelte hier vorne. Ich muss das mal so drehen. Und siehst du hier diese abgewinkelten Platten? Ich weiß auch nicht, wie ich das mache, aber na gut. Ich werde es schon irgendwie hingebastelt kriegen. Dafür sind die Klötze ja da. Mal gucken, was ich draus mache. Aber die Klemmkraft ist nämlich hier von den Teilen auch nicht hier das Wahre. Das ist. Die ist nicht so. Ich habe mich hier gerade schon wieder was abgerissen. Einmal angefasst, die Platte hinten hier, ich kann es euch zeigen. Ja, ah, da habe ich so einen. Also. Wenn es halten soll, dann hält es nicht. Und wenn es nicht halten soll, dann hält es. Aber irgendwas ist ja immer so. Wieder dran geknippelt. Und dann werde ich gleich mal wieder versuchen, sauber und ohne dass mir irgendwas auseinanderbricht, eine Seite zu packen. Also wer jetzt noch kein Abo abgeschlossen hat, der kann unten auch eines abschließen. Kostet ja nichts, ne? Einmal ein bisschen Klick und gut ist. Und die Glocke aktivieren, damit da immer Bescheid ist, wenn hier was auf den Kanal kommt. Und einen Daumen hoch wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bedanke mich dann mal fürs Zuschauen und sage dann mal ciao, bis zum nächsten Mal hier aus meinem schönen Büro.